So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von PvP Action. Wir sind in Aradibecken wieder angekommen. Mal gucken, ob wir wieder mal was Vernünftiges reißen können oder halt nicht. Das ist immer so eigentlich eine Gang und Gäbe Geschichte mittlerweile geworden bei uns hier als Allianzspieler. Also, ich sag ja immer, größtenteils, dass ja Hordler in vielen, vielen PvP-Maps stärker sind als wir. Aber ich muss schon sagen, es haben sich hier und da auch mal Maps herauskristallisiert, wo man auch wirklich ganz fair und ehrlich sagen kann, dass da mit der Allianz nicht mehr zu spaßen ist. Und ich glaube, Aradibecken ist mittlerweile so ein Ding geworden, wo man sagen kann, jo, das ist es, da kann man nicht mehr viel falsch machen, wenn man es richtig angeht. Und naja, Leute, wie immer werden wir in the Angriff gehen auf the Hof. Okay, der Trick dabei ist, jetzt kommt natürlich so ein bisschen der Spannungsbogen. Wir werden ihn in CC setzen. Er wird das machen. War mir irgendwo klar. Man kann mittlerweile hier nicht mehr so einen krassen Ninja-Tap machen. Das bedeutet halt, du musst halt immer die ganze Zeit in so einer Situation gleich direkt zuschlagen. Das ist halt der einzige Nachteil mittlerweile geworden. Ich vermisse die Zeit, wo man einfach das gemacht hat, was man machen konnte. Mittlerweile geht diese Technik nicht mehr. Was man machen kann, ist das. Und dann kann man es abtappen. Der wird wahrscheinlich hier an diesen Friedhof wieder rankommen. Vielleicht habe ich Glück und der ist noch weit nach hinten gedroppt. Aber er hatte nicht viel Gear, also kann man da auch ganz entspannt rangehen. So, Problem gelöst. Das war ein Tank, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Aber wenn ein Tank halt nicht super viel Leben hat, dann kann man auch ganz easygoing-mäßig den Boden mit ihm auffischen. Das ist jetzt hier nicht das große Problem. Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist das Sägewerk. Okay, haben wir verloren. Mine wird noch bekämpft. Das heißt, noch was drin. Aber wichtig, 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 und das erwähne ich tausendmal schon und ich bin nicht überdrüssig, das nochmal zu erwähnen. Guys, dadurch, dass wir jetzt hier den Hof eingenommen haben, haben sie einen sehr, 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 sehr langen Laufweg. Das muss man mal einfach auch mal so gesagt haben, wie es ist. Die laufen lange, das gibt uns genug Zeit, da irgendwas zu machen. Zack, zack und raus. Genau, Rogue war klar, dass da einer sein wird. Sie sind immer da. Das ist halt immer so ein nerviges Problem. Okay, und jetzt haben wir ein Problem, das sich hier gehörig gewaschen hat. Okay. Versuchen wir mal, solange es geht, durchzuhalten. Jawohl, jetzt kommt Support rein. Das ist wichtig, weil damit schöpfe ich neue Kraft, dass ich hier vielleicht doch noch lebend aus der ganzen Geschichte noch irgendwie herauskomme. Den Rogue ignorieren wir mal. Ich habe da noch mal ein paar Tricks auf Lager, um mich da so ein bisschen auch abzusichern. Das tut weh. Das tut irgendwie weh. Okay, wir sind wieder im Spiel. So, Heilung ist aber auch bei denen da drin. Das ist also nichts, wo man sagen könnte, wir sind hier krass im Vorteil. Zack, einmal Geso rein und dann sind wir auch mal wieder fresh on point. Ah ja, wird mich niederknüppeln, ne? Der wird mich niederknüppeln. Aber macht nichts, Guys. Macht nichts. Die große Aufgabe, die große Herkules-Aufgabe, die wurde geschafft. Die wurde wirklich geschafft. Wir haben hier sehr, sehr lange Zeit die ganzen Guys hier aufgehalten. Das wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Und prinzipiell, auch wenn wir jetzt hier dabei krepieren werden, like I said, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Das ist jetzt natürlich wichtig für die Allianzler, da jetzt Druck aufzubauen an den wichtigen Punkten. Beispielsweise sowas wie ein Sägewerk. Da sollten sie jetzt sich nicht allzu viel Zeit lassen, weil ich weiß nicht, wie lange wir das noch hinbekommen, sie da hinzuhalten. Ja, sehr schön. Sehr geil. Der Typ hat so gut hingehalten. Perfekt. Meine Guys verstehen auch, worauf es ankommt. So, wenn sie jetzt noch das hier durchpressern, dann sollte das Sägewerk definitiv auch noch zu uns gehören. Und dann passt es. So, ich warte ab. Oh, Alter, der wird sogar noch wiederbelebt. Wow. Okay, Brudi. Würde mal sagen, auf Wiedersehen. Ich bin außer Reichweite. Das wird hier gar nichts, Digga. Das wird hier gar nichts. Zack. Nochmal. Here we go, guys. Ja, nein. Rückzug und dann auf jeden Fall nochmal ausharren. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist. So, jetzt wird nochmal reingepressured. Nochmal hier so ein bisschen durchhalten. Entrinnen ist zwar jetzt nicht die stärkste Fähigkeit, sollte aber noch genug Zeit rauskitzeln aus der ganzen Situation. Ja, Leute, ich hab meinen Job erledigt. Wirklich. Ich habe meinen Job erledigt. Wir haben lange, 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 lange Zeit das Ding hingehalten. Wenn der Mage jetzt noch schnell ist, schafft er es vielleicht dann noch was zu machen. Leider nicht. Aber, Guys, wir haben den Job
dann bekommen. So, jetzt haben wir nämlich wobei Schmiede hätte ich noch gegen Goldmine eingetauscht. Dann hätten wir unser berühmtes Todesdreieck, wie ich immer so schön sage. Aber nichtsdestotrotz, das war gut gepressured, das war gut viel Zeit rausgespielt für die Leute, die noch hinter uns sind. In dem Fall auf der Karte bezogen, die dann die ganzen anderen Punkte für sich holen. Zum Beispiel Schmiede beispielsweise, auch geil. Guck mal, also alles wird sich ergeben, wenn man halt gut mit dem Hof klarkommt. Und ich hatte schon des öfteren Mal gesagt, Leute, ich bin auch nicht überdrüssig, das zu predigen, Leute. Wie so ein fucking Priester oder so, der irgendwie rumgeht, nicht zu vergleichen mit der Klasse Priester, aber wirklich wie so ein Priester, der die ganze Zeit rumgeht und predigt, wie wichtig das manchmal auch sein kann, die Ausgangsbasis zu pressuren und wirklich da Druck aufzubauen. Weil guck mal, was sich dadurch ergeben hat, nur dadurch, dass wir einmal kurz den Hof angetappt haben und den Hof eine ganze Weile auch mit dem Team halten konnten. Ziemlich viel, wenn man das mal so sagen darf. Weil jetzt sind sie krass im Nachteil. Wir haben 4 Basen, 1 Base. Sie müssen sich erstmal jetzt neu konstruieren, nochmal neu aufbauen. Das kostet Zeit, das kostet erstmal auch Punkte. Und Leute sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil sie Angst haben, gleich nochmal direkt in dieselbe Falle reinzulaufen, dass sie jetzt gleich nochmal den Scheißhof verlieren werden. Aber so einfach wird das nicht mehr passieren, weil jetzt auf jeden Fall der Pressure Point richtig on top ist. Aber wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht, wenn er nicht aufpasst, das ist jetzt meine. Ja, das könnte vielleicht klappen. Das könnte klappen. Wir müssen nur aufpassen. Wir müssen nur warten, wie es sich ergibt. Weil der Boy, der ist AFK. Ich schwör's euch, wie es ist. Der ist... Ja, okay, jetzt ist er da. Aber gerade eben war er AFK. Ich schwör's euch. Hätte ich getappt, dem Boy hätte es 0,00000 gejuckt, was da passiert ist. Der hätte einfach nur das hingenommen. So, deswegen. Ich warte ja, weil hier ein paar Leute ja noch ein bisschen... Oh, das ist gut. Nice. Das ist mein Punkt zuzuschlagen. Viele Leute sind mit Kämpfen beschäftigt. Jawohl, das war's. Nicer Stuff, Bro. Und so kann man das Ganze hier auf jeden Fall nach Hause führen. Ja, einfach immer schön die beschissene Scheiße pressuren. So, ich kann jetzt natürlich nicht helfen an der Goldmine, weil es... Oh, wobei, es sind so viele Leute da. Okay, komm. Guys, ich verlasse mich einmal auf euch, dass ihr jetzt... Auf, naja, scheiße, es ist gefallen. Egal, dann scheiß drauf. Dann fuck it. Jetzt, dann greifen wir den Hof an. So, von dem Hof aus kann man sich auch gut zu den anderen Punkten hinbewegen, wie beispielsweise die Mine, wie beispielsweise, okay, Stall wird ein bisschen schwieriger, aber wenn wir die Goldmine zurückholen, dann können wir auch auf den Stall verzichten. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass man einfach nur noch pressured. Leute, ich mag uns. Ich mag dieses Team. Endlich mal Leute mit einem scheiß Brain, Alter. Und das ist doch endlich mal etwas, was ich gerne sehe. Endlich mal vernünftige Leute mit Hören im Game. Das ist doch gut. So. Zum Beispiel, es wird auch überall weiter gedefft. Sägewerken, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so etwas, was mir gefällt. Aber alles andere, damit kann man arbeiten, Guys. Damit kann man wirklich, wirklich arbeiten. Ach, scheiße, ich kann ihn aber auch nicht alleine lassen. Fuck. Ja, ich muss ihm helfen. Wenn er darauf geht, bin ich gefickt. Was? Der Boy mit diesem Billo-Gear... Alter, du kleiner, mieser Wichser. Ich muss näher ran. Da wird der Blinzeln auch nicht mehr viel rausbringen, wenn ich dich hier fertig gemacht habe. Das war's für dich, Penner. So, Problem gelöst, Guys. Also ich musste ihm ja helfen, sonst wäre er vom Hand einfach weggeballert worden. Das können wir uns auch nicht erlauben. Genauso wie das Sägewerk. Er steht da einfach ungedefft. Also wenn wir Pech haben und Leute das sehen oder jetzt weiterlaufen, dann könnten sie easygoing jetzt sich das Sägewerk holen. Und ich kann nicht weg. Das ist halt das Problem. So, Leute gehen jetzt zur Goldmine, ja. Aber was ist legit jetzt mit dem Hof los? Was ist legit jetzt mit dem hier los? Das ist auf jeden Fall ist hier der Hunter da. Sagen wir, wie es ist. Der wartet hier eigentlich nur noch drauf zuzuschlagen. Würde mich jetzt überraschen, wenn er sagt so, ja, Bro, ich bleib da gar nicht dran und so. Weiß ich nicht. Zu weit entfernt. So, auf Wiedersehen. Selbst wenn ich jetzt draufgehe, Brudi. Die Gifte machen meinen Job. Ich brauche gar nicht selber anzusetzen. Die Gifte machen's. Und wer mit so einem Gear in BG reingeht, hat selber Schuld. Wirklich. Da brauchst du dich nicht beschweren. So. Wir haben aber wirklich auch Glück, dass niemand zum Sieger weggeht, weil das ist mit Abstand der leichtere Punkt, den man einnehmen kann. I don't know, guys. I don't know, wenn sie smart wären und das sehen würden, dann würden sie sehen, dass man das eigentlich ganz schnell einnehmen kann. Naja, keine Ahnung. Ich nehme es, wie es ist, aber ich hoffe, dadurch ist hoffentlich mal wieder klar geworden, dass das, was wir hier machen, nicht einfach nur so Ablenkungsmanöver ist. Manchmal auch,
Ja, sage ich, wie es ist. Es ist manchmal auch ein Ablenkungsmanöver. Je nachdem, wie gut das gegnerische Team ist, kann das auch einfach nur eine Ablenkung sein, um so ein bisschen Zeit rauszuschlagen, für dein Team irgendwo auf der anderen Seite irgendwas möglich zu machen. Aber wenn man es richtig angeht und die Leute auch da sind und dir die Leute auch den Support an den Hof geben, dann kann man auch auf jeden Fall was anderes damit reißen. Und das haben wir jetzt gerade eben gesehen, was man damit noch so alles reißen kann. Ne? Ich hoffe, das ist dadurch so ein bisschen klarer geworden. Ich weiß gar nicht. Bewegen wir uns weg? Ich meine, prinzipiell haben sie aufgegeben, an den Hof irgendwie was noch zu probieren. Und mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir... Okay, da kommt jemand wieder. Okay, das ist doch gut. Aber es ist ein Heiler. Das heißt, wir werden dann 0,0 Chancen haben, da irgendwas möglich zu machen. Ich muss näher ran. Aber ins CC setzen. Das funktioniert. So ein bisschen hinhalten, den Boy. So, vielleicht noch ins Wasser schicken. Ja, sehr gut. Oh. So, jetzt wird hier mit ihm einmal kurz hier der Boden aufgewischt. Zack, zack, zack. Zap, zap. Das heißt, die Unterstützung an der Goldmine mit einem Heiler, den kannst du vergessen, Digga. Und eigentlich können wir jetzt eigentlich zur Goldmine uns aufbereiten. Also ich gehe mal stark von aus, das werden sie jetzt nicht in der Zeit noch irgendwie großartig noch verändern können. Außer sie holen sich alle Basen auf einen Schlag. I doubt it. I doubt it. Aber, Leute, das war nice. Wirklich nicer Stuff. Wir haben gut was gerissen. Wir haben wirklich mit Abstand so einen der wichtigsten Pressure Points bedient und damit halt auch das Spiel für uns irgendwo entschieden. In dem Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya.